In dieser Folge zeigen wir Ihnen, wie Sie mit einer 3D-gedruckten Prägestanze Schlösser für Verschraubungspunkte in das Blech pressen können. Dazu wird am 3D-Drucker eine Stanzform gedruckt. Als Material haben wir PLA mit 100% Infill gewählt. Zuerst wird an der Stelle, an der das Schloss angebracht werden soll, ein Loch gebohrt. Dieses Loch dient später dazu, dass die Stanze passgenau gehalten wird. Die 3D-gedruckte Stanzform wird angesetzt und im Schraubstock verspannt. Die Kraft des Schraubstocks reicht aus, das Blech umzuformen. Es entsteht ein deutlich geprägtes Schloss. Das Pressen kann aber auch an der Hydraulikpresse vorgenommen werden. Das Blech wird auf die untere Stanzform gelegt. Die obere Form wird aufgesetzt. Der mitgedruckte Stift sorgt für die Passgenauigkeit. Nun wird die hydraulische Presse betätigt und die beiden Hälften zusammengepresst. Öffnet man die beiden Hälften, sieht man das perfekt geprägte Schloss. Der Vorgang kann jederzeit wiederholt werden. Die Prägeform hält durchaus einige Durchgänge aus. So bereiten wir auch an der Getriebeglocke ein solches Schloss vor. Auch hier wird das Loch erst einmal vorgebohrt. Anschließend in der Hydraulikpresse die Prägeschablone angesetzt und unter dem Druckstempel gespannt. Wird nun die Stanze zusammengepresst, entsteht ein weiteres Schloss. Der Vorteil ist, dass die Schlösser wiederholbar sind und genau ineinander passen. So lassen sich Passschlösser an verschraubbaren Karosserieteilen in das Blech pressen.